Vielleicht nehme ich meine Tochter und mache Gebrauch von einem fantastischen neuen Angebot, das der VfB ja, seinen kleinen Fans. Da können wir das kurz drüber reden. Ja, ja, ich hatte das, bevor das heute nochmal irgendwie etwas größer aufpoppte, ich habe das letzte Woche schon bekommen, weil unser Sohn war ja in der VfB-Fußballschule, in der großen Hoffnung, dass er einmal VfB-Profi wird und dann mir die Rente zahlen kann. und da kam dann nach Abschluss seines, das war echt ein gutes Angebot, er hat, glaube ich, 12, 15, 18 Einheiten irgendwie, also jede Woche einmal. Und das war echt ein fairer Preis. Also das hat dann, also war okay. Und dann kam diese Mail und irgendwie, du kannst Einlaufkind sein beim Spiel gegen Dynamo Dresden. Da dachte ich, hey, also das würde ich mir total Spaß machen. Und er da mal einlaufen und so weiter wäre total klasse. Und dann habe ich auf das Angebot geklickt und habe dann das Fenster auch relativ schnell wieder geschlossen. Wobei ich mich echt kurz gefragt hatte, ob es da irgendwie eine Verwechslung gibt, ob das wirklich nur ein Tag ist oder doch irgendwie so ein so eine mehrwöchige Geschichte, aber es ist tatsächlich nur dieser eine Sonntag beim Spiel gegen Dresden. Der eine Sonntag beim Spiel gegen Dresden. Man kann es natürlich sag mal so vortragen wie du, Sebastian, das ist natürlich auch ein bisschen despektierlich, fast schon traurig. Man kann es aber auch so machen wie ich. Ja, also ich bewerbe mich natürlich hier immer beim VfB als Marketingberater. Man könnte es nämlich einfach unterlegen mit einer lustigen Musik. Ich dachte, du willst Stadionsprecher der U-Mannschaften werden. Na, ja, jetzt pass auf, jetzt geht's nämlich los. Wenn ihr Teilnahme an einer Spieltags-Arena-Tour mitmachen wollt, wenn ihr ein Training mit der VfB, wie heißt das, Fußballschule in der Halle absolvieren wollt, komplett Ausrüstung. Ach, ist da gerade eine Hintergrundmusik für deine Rede? Ja, hatte ich, aber ich habe dann gemerkt, dass die mich mehr ablenkt als alles andere. Es war der Preis des Heißes. Ich gebe es ja zu. Und da habe ich gemerkt, wie gut Walter Freiwald eigentlich ist, dass der auf so eine wahnsinnig bekloppte Musik fehlerfrei moderieren kann. Das ist nämlich gar nicht so leicht. So, jetzt nochmal, ohne Musik. Spieltags-Camp-Highlight-Paket. Also das ist Wahnsinn. Man hätte es vielleicht auch hier Package vielleicht noch nennen können. Auf jeden Fall. Ja, aber es ist das Spieltags-Camp-Highlight-Paket. Teilnahme an der Spieltags-Arena-Tour. Training mit der VfB-Fußballschule in der Halle. Komplettausrüstung der Fußballschule. Trainingsanzug, Shirt, Shorts, Stutzen, inklusive Eigenname und Nummer. Okay, das ist schon relativ geil. Also da, also. Ja, klar, wenn du so, das ist, möchte ja auch nicht sagen, dass es nicht geil ist. Der Preis ist nicht geil. Ja, genau. Also wir können ja mal kurz aufsummieren. Also ich glaube, so Spieltags-Arena-Tour. 39. Was waren das? 30 Euro? 39, glaube ich. Oder sag mal 30. Okay, 40 Euro? Nee, wir machen 30. Wir zweite Liga. So, dann okay, Training. 30, Training. Ein Tag? Ja, ist ja kein Tag, ist ein halber, ne? Mach mal 50. 50? Aber dann. Ja, mach mal 30. Ja, also bei 50, da will ich dann aber das mindestens mal den Ball dabei. Das dir Mario Gomez die Schuhe Bälle bindet. Also okay, 30 sind wir bei 60. Die Komplettausrüstung, der Fußballschuh-Trainingsanzug sind aber 120. Moment, ist das ein Trikot? Nee, das ist einfach so ein normales Trainingsshirt, was du da bekommst, ja, oder? Ja, so ein schwarzes Trainingsshirt mit, glaube ich, weißem Wappen, roten Brustring, ist schon relativ cool, aber 60. Aber dann noch Trainingsanzug und so weiter. Also ich bin jetzt bei 120 Euro. Jetzt, Getränke der Marke Ensinger, das prangere ich an. Es gibt zum Beispiel Spezi von Paulaner, den würde ich also persönlich bevorzugen. Und ein Snack, aber wir wissen ja, was beim VfB Snack bedeutet. Das ist wieder so ein lummeliges. Bin ich jetzt bei 121 Euro? Es ist so ein lummeliges Brötchen mit so einer alten Frikadelle. Also, vielleicht sollte man das wirklich erst weit nach dem Training essen, weil sonst könnte ich mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen nicht nur aus Gründen des Spiels dann vielleicht im Stadion eher schlecht wird. Aber sei es drum. So, dann ein garantierter Platz als Einlaufkind, aber Einlaufen mit dem Heimteam kann nicht garantiert werden. Ja, vor allem, das Geile ist ja, du hast ja 25 Plätze. Ne? Das heißt, die können ja nicht mal garantieren, dass du überhaupt mit dem Spieler einläufst. Weil im schlimmsten Fall läufst du halt dann mit dem Brüch rein oder mit dem Eitekin oder so. Das ist ja so. Oder mit dem Fritzel, das läuft ja auch immer noch mit zwei Gegnern hinten irgendwie rein. Ja, okay, also weiß nicht, das kann man ja sonst nicht kaufen, also würde ich sagen, kostet es auch nichts, wenn man es nicht kaufen kann. Nö, genau, also das ist halt so der Faktor X einfach. Ne? Genau, dein Ticket für dich, für VfB gegen SG Dynamo Dresden auf der Haupttribüne. Was kostet das fürs Kind? 30 Euro? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ja, 30 Euro. Also viel mehr ist es auch nicht wert, muss man sagen. Nee. Das ist drin für deine Begleitperson. Jetzt kommst du ins Spiel. Teilnahme an der Spieltags-Arena-Tour, haben wir ja schon gesagt, 30 Euro. Mhm. Dann Frühstücksbuffet im Bistro Braun.
puh, 9 Euro? Nee, oder? Weiß nicht. Keine Ahnung, ob es da Kaviar und Lachs und so gibt. Dann machen wir 15 großzügig. Ich habe jetzt eh schon die Addition irgendwie nicht mehr im Blick. 15. Ich habe mir alles aufgeschrieben, Sebastian. Okay. Ich rechne gleich. Ich habe es untereinander geschrieben, dass ich gut addieren kann. So, dann den Pre-Game Pass. Und da wissen wir, ich glaube, der hat jetzt mal 26.000 Euro gekostet. Vor allen Dingen ist es so traurig. Also jetzt pass mal auf. Für alle, die sich überlegen, diesen Pre-Game Pass zu kaufen. Jetzt kommt mein Tipp an euch. Holt euch einfach ein Ticket im Block 16 in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe. Ihr seht, ihr seid näher dran, oder nee, näher nicht, aber ihr seid genauso nah dran. Und ihr müsst anschließend noch nicht mal gehen. Ihr könnt einfach da sitzen bleiben und habt noch den Pre-Game, nicht nur den Pre-Game-Pass, sondern den In-Game-Pass noch mit dabei. Ihr könnt sogar die Leute beim Warmmachen angucken, ihr könnt die Kurve angucken und das Spiel. Und es kostet keine 430 Euro oder was dieser Pre-Game-Pass kostet. Was war denn das nochmal? Was, keine Ahnung, 69 oder irgendwie? Nee, das war irgendwas mit 100, das war dreistellig. Echt, so viel, okay. Ja, ja, 160. Da war kein Ticket mit dabei, also du kriegst dann den Pre-Game-Pass und darfst dann am Spielfeld ranstehen, wenn die sich warm machen, darfst die Spieler nicht ansprechen, kein Foto machen und musst dann pünktlich zum Anpfiff verschwinden. Genau, du stehst da unten wie so ein begossener Pudel im schlimmsten Fall, wenn es gerade noch regnet. Also es war, mir taten die Leute ein bisschen leid, als ich die da unten stehen sehen habe. Ja, also es vielleicht war es für die super cool, aber für den Preis finde ich es halt dann schon 69 Euro kostet. Sorry, ich habe es gerade gefunden. Sag mal 70. So. Ja. Und du kriegst noch das Ticket auf der Haupttribüne 40, oder? Mhm. Ja, so. Ja, ja, ja. Also jetzt rechnen wir das mal zusammen. Das sind 5, dann haben wir hier 11, 5, 12, 15, 19, nee, Moment, jetzt habe ich nicht verrechnet, 15, 18, 24, und nochmal 3 dazu, sind wir bei 350 Euro, 355 Euro. Ja, da ist schon was drin, also kriegt schon Leistung. Man kriegt, also wenn man es sich selber zusammenstellt und die Preise so hinhauen, wie wir jetzt gerade veranschlagt haben, dann sind es, wie gesagt, ich rechne es jetzt nochmal mit dem Taschenrechner nach, weil da muss man wirklich gut recherchieren, nicht, dass es einem später vorgehalten wird. Aber ich finde es gut, dass du jetzt die Einzelbeträge, die wir uns komplett irgendwie ausgedacht haben, der Taschenrechner nochmal nachrechnet. Das ist wichtig. Also ich komme jetzt auf 305 Euro. Und wenn du zwei unterschiedliche Ergebnisse hast, dann muss man natürlich ein drittes Mal rechnen. Du musst den Mittelwert bilden. Den Mittelwert. Das ist nicht empirisch. Ja, so habe ich auch meine Mathe-Klausur geschrieben. Immer die Mittelwerte. Und es hat eigentlich gepasst. So, jetzt komme ich auf 305 Euro zum zweiten Mal. Also dann nehmen wir 305 Euro und der VfB Stuttgart verlangt für dieses unglaubliche Ding, Spieltags-Camp-Highlight-Paket, 495 Euro. Naja, also du. Ich sag's dir. Ich hab meinen beiden Kindern jeweils zwei davon gekauft zu Weihnachten. Ich sag dir, wie es ist. Ich zahle das, aber dann möchte ich auch Einlaufkind sein. Dann bin ich dabei. Also das ist die Bedingung. Aber da war eine Altersbeschränkung. Ich glaube 7 bis 9 Jahre. Ja, aber das muss man mir erstmal nachweisen. Also es ist natürlich für alle, die eine Menge Asche haben, ein super cooles Geschenk. Und für alle, die bei Trost sind, die sagen halt einfach, ihr habt sie nicht mal alle. Also, ja, aber und an allen, die so viel Asche haben und ihr Kind dann irgendwie einkaufen, um Einlaufkind zu sein, den wünsche ich, dass du dann nicht mit Mario Gomez auflaufen sondern mit irgendeinem Dresden-Spieler, dessen Namen man im Leben noch nie gehört hat. Oder mit dem Schiedsrichter, echt ganz ehrlich. Also ich finde das so gut, dass das halt dann irgendwie irgendwelche U-Mannschaften, irgendwelche Nachwuchsmannschaften damit einlaufen dürfen. Und es darf doch keine Frage, ich meine, das glaube ich, muss man jetzt fairnesshalber sagen, glaube ich, eine singuläre Aktion ist beim Spiel gegen Dresden, aber dass man sich jetzt irgendwie dann die Plätze für das Einlaufkind irgendwie innerhalb eines Pakets kaufen kann, finde ich auch echt komplett daneben halt. Ne? Also das sollte doch wirklich jeder die gleiche Chance haben und auch irgendwelche Nachwuchskicker, nicht nur vom VfB, sondern aus anderen Mannschaften aus Stuttgart und auch wenn die Eltern vielleicht dann nicht 495 Euro haben, für um sich den ganzen Scheiß zu kaufen, dann sollte doch das Kind die Möglichkeit haben, damit einzulaufen. Also wo ist denn das Problem? Wenn es jetzt ein Spiel ist von 17 Heimspielen, okay, aber wenn das die Regel wird, dann würde ich sagen, ey, dann ist es nicht mehr das, was ich mir unter Fußball vorstelle. Ja, gehe ich absolut mit. Aber ich erinnere da an die Erfindung, ich glaube, das war Chelsea oder Manchester, die so ein Videostream verkauft haben, dass man sich anschauen kann, wie die eigene Mannschaft das Stadion erreicht und dann praktisch in die Kabine läuft. Das konnte man bei beim
irgend so ein, ich glaube, es war Manchester, bei dem TV-Sender konnte man das kaufen. Also, hier, 10 Euro kannst du gucken, wie die alle aus dem Bus steigen. So, also, wir sind da, glaube ich, noch auf, oder in ruhigen Fahrwässern, wenn man das so möchte. Ja, aber wir verurteilen diese Aktion. So. Genau, aber ich möchte noch kurz anmerken, dass die VfB Fußballschule grundsätzlich eine relativ tolle Sache ist. Wie gesagt, ich kann das nicht aus eigener Erfahrung, aber aus mittelbarer Erfahrung sagen. Ja, mein Sohn war da jetzt 10, 12, 15 Mal, ihm hat es riesigen Spaß gemacht und es ist nicht furchtbar teuer und sie kriegen halt so ein Fußballschulen-Trainingsshirt, haben relativ coole Trainer, trainieren auf dem Platz vom SSC dann tatsächlich mit Sicht aufs Neckarstadion, haben da großen Spaß und das ist halt wirklich eine gute Sache. Die machen ja die Camps dann auch nicht nur in Stuttgart, sondern halt irgendwie auch tingeln so über die Dörfer und grundsätzlich ja ist die VfB Fußballschule eine coole Sache, dass die Aktion jetzt auf ihrer Webseite stattfindet. Gut, aber ja, ich mag die VfB Fußballschule.